So Leute, wie ihr seht, ich habe ein bisschen gelevelt. Klimper werde ich jetzt hauptsächlich benutzen. So Leute, wie ihr seht, ich habe kaum gelevelt. Ja, bei mir, ich habe Knospi schon entwickelt, weil er entwickelt sich nur bei Tag. Und wie ihr jetzt seht, wenn ich aus dem Menü rausgehe, es ist nachts. Also ich habe es nämlich schon mal entwickelt. Außerdem stirbt Knospi ja relativ schnell. Mal sehen, wollte ich nicht haben. Ohne das Pokémon kommen oder was wolltest du sagen? Mal sehen, wie weit wir durch den Steinreichenwald kommen, bevor Pokémon auftaucht. Ich weiß nämlich nicht, ob die so auftauchen hier. Ich glaube ja. Willst du den Typen ansprechen? Nee, mach du. Okay. Oh nein, was mache ich jetzt nur? Mein Boss wird sich erwähnen auf mich. Die Boretta, die vor uns die Bäume zur Kohlegewinnungsfällen sind in den Wald gezürnt. Könntest du sie vielleicht einfahren? Boretta haben so gute Ohren, dass sie sich sofort in deine Richtung drehen, wenn du auch nur auf einen Ast trittst. Und das ist die Gelegenheit, um dich ihnen von hinten zu nähern. Denkst du kriegst das hin? Nein. Jo, viel zu easy. Ich erinnere mich noch an dieses Minispiel. Ha! Ich habe ein Pokémon. Und es ist... Felino! Weiblich. Ja, kann man machen, würde ich sagen. Ich will es irgendwie nicht angreifen, Level 5, ich glaube, das kopiert mir. Ich habe Poretta Nummer 1 schon gefangen. Ja, der bedankt sich nur, ich lese das jetzt einfach mal nicht vor, ich tritt wieder weiter. So, ich werfe einen Simperball auf. No! Direkt ausgebrochen. Ah, da kommt das Pokémon ja auch endlich. Give me that, shit. Ich meine, das... Willst du, dass wir das schon mal hatten? Was denn? Wompel. Nein. Und das ist nur Level 6. Ja, ich habe Felino Level 5. Weib. Pokéball Sneak. Welches Geschlecht hat dein Wompel? Männlich. Dann kannst du es einfach mal Pluto nennen. Passt schon irgendwo. Ludo? Genau. Man weiß nämlich nicht, was es als nächstes machen wird. Genauso wenig, wie du weißt, ob es Pabinella oder Pudox wird. So, weibliches Felino. Keine Ahnung. Warum? Warum bleib im Ball, wenn ich bitten darf? Ja, bei mir ist Felino auch gerade im Ball geblieben. Das Problem ist, ich kann das Ding nicht schwächen. Ja, das ist Tito. 6. Bei mir Level 5. Ich hab's auch nicht angegriffen. Du hättest theoretisch ein Level 8er Pokémon. Bewegt es sich an Land, bedeckt es seinen gesamten Körper mit einem schleimigen Giftfilm. Aha. Warum ist Felino nicht Gift statt Wasserboden? Ha? Keine Ahnung. So, Name. Oh, Name. Weiblich, ne? Ja. Yep. Oh, Mann, meine Güte. Nennt's Brain, also Brane geschrieben. Brane, nicht Breine? Nein, ich meine Brano. Okay. Du weißt woher, oder? Kommt mir bekannt vor, gerade nicht weiter. Aus irgendeinem Final Fantasy, wenn ich mich recht entsinne, oder? Ja, Final Fantasy 9. Diese unglaublich hässliche. So, dann wollen wir mal auch das Porenta fangen. Wenn hier nicht mehr wilde Pokémon auftauchen würden! Zum Glück hat die Felino gehabt, aber das würde zu deinem Wompel passen, was hier vor mir steht. Mann. Kokona. Hättest du mal das gefunden? Boren! Und ich sollte das Pluto nennen, ne? Ja. Wow, du hast es geschafft, als Porette wieder einzufangen. Vielen, vielen Dank. Bla bla bla, hier ist noch irgendwo eins. Mach hinne. Pass auf, dass du nicht auf Mars trittst und so weiter, ja? Erstmal ein Item. Zauberwasser. Das könnte ich blind vergeben. Passt. Wenn es mal eine vernünftige Attacke lernen würde. X-Spezialverteidigung. Alter. Drei Pokémon sind aufgetaucht. Einmal Felino, zweimal Kokuna. Habe ich Glück gehabt oder nicht? Ich meine, beim Partner ist das ja eh relativ latte. Ich habe gerade so viel Spaß hier zum Wompel, Porenta zu kommen.
Und weg geht es. Hallo. Ja. Oh, Baumpel kuscht dich. Und das nächste Porenta. Echt? Du hast das schon? Jo. Warte mal, bevor du das nächste Porenta findest, ist da rechts noch was, bevor du es einfängst? Einfängst? Das habe ich gerade nicht beachtet. Dürfte nicht. Klasse, beide Porenta sind wieder zurück. Vielen Dank für deine Hilfe. Auf mich hören die Pokémon von meinem Boss ja nicht, weil ich keinen Orden habe. Ja, ne? Man braucht glitzernde Edelsteine mit Pokémon auf einen hören. Ja, scheiße gelaufen. Wie ist das denn mit dem verdammten Pokémon-Trainer in Schwarz-Weiß, wenn ich mich recht entsinne, die Kinder, die ihre Pokémon von den Eltern ausgeliehen haben? Ha? Die Eltern haben denen gesagt, hör auf es? Who knows? Keine Ahnung. Wie krieg ich dich jetzt dahin, dass du nicht abhaust? Also, wenn es da links ist, dann steppst du einmal nach oben, gehst wieder nach unten, dann sprichst du es an, dann rennt es einmal nach rechts. Und wenn es nach rechts gesteppt ist, dann gehst du oben außen rum, steppst dann auf das, was unten ist, damit es nach rechts guckt, und gehst dann so zurück, dass du auf nichts drauf triffst und sprichst es wieder von links an, wo du kommst. Wo du herkommst. Und dann hast du es. Oh, das sind ja meine kleine Po und Renta. Armes Po. Armes Renta. Sag bloß, hast du diese beiden etwa für mich eingefangen? Wenn diese zwei kleinen Bäume für mich fällen, kann ich keine Kohle herstellen. Vielen Dank, wie kann ich mich nur dafür erkenntlich zeigen? Ich hab's, nimm das hier. VM01 Zerschneider. Ich überlege gerade, wie ich das da hinbekomme, dass es sich eben... Na, normal, ich hab's. Einfach, wenn man sieht, ne? Ja. Bla bla, Silly, bla 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 bla, VM, Gedöns. Jetzt kommt der Typ so langsam angeschlichen. Gib mir einfach das Ding. So, VM Zerschneider, wer kann's denn lernen? So ziemlich jeder? Ja, wir haben es eingestellt, dass jeder lernen kann, aber weißt du zufällig, wer von meinen Pokémon... kann Luxio Zerschneider lernen? Ich würde normalerweise sagen, ja, aber dann wiederum Senko kann es nicht. Stimmt, Senko kann es nicht, ist so dumm. Zerschneider. Ich will es nämlich irgendwie Demix nicht beibringen, weil es useless ist. Ich sag mal... ich mach's mal. Bei mir bekommt's Lulu, die hat sowieso gerade Platz. Jo. Und weg mit dem Silberblick. Der braucht schon Silberblick. Keine Ahnung. Ich werd's halt, genau wie bei Klingplim, weil Klingplim habe ich's aus Versehen Zertrümmer raufgepackt. Zertrümmer einfach mal im Kampf nicht benutzen. Weil hätte ich nämlich auf ein anderes Pokémon eigentlich setzen sollen. So, dann wollen wir den Baum zerschneiden und aus dem... weit herausgehen, denn Celebi ist logischerweise nicht hier. Nee, leider nicht. Wir können das Teil ja trotzdem mal ansprechen. Der Schrein, er wurde zu Ehren des Waldpatrons errichtet. Wer könnte das nur sein? Hab keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich bin überfragt. Ich auch. Hey, stimmt, ich habe mir keinen Schutz gekauft. Hätte ich machen sollen, ich Idiot. Nochmal Felino. Ja, theoretisch sollte ich hier mal so langsam Pokémon besiegen, dass sich mein Plinfer mal weiterentwickelt, aber... Nö. Nee. Irgendwann kommt schon ein Trainer. Ja, und jetzt tauchen nur Felino auf. Das, ne? Also ich weiß nicht, ob ich Glück oder Pech hatte. Und da du Pech hattest, ist das sowieso relativ wurscht. Jetzt habe ich bei mir den ersten Pixel-Salat. Echt? Ich habe Glücksei. Ich hoffe, du hast nicht zu weit zuletzt gespeichert, ansonsten hast du ein Problem. Bleibt das so? Das wird schlimmer. Okay. Eigentlich müsstest du neu laden. Eigentlich müsste ich neu laden. Ja gut, ne? Dann kleiner Cut, dass du wieder soweit bist. Warte mal. Ha, jetzt habe ich einen schwarzen Bildschirm oben. Permanent. Ja, bis gleich. So, ich habe gehört, du bist wieder da, wo du bist. Ja, bin ich. Ich habe das Glücksei eingesammelt. Und ich bin hier. Aber schön, dass du auch endlich mal den Pixelbrei zu spüren bekommen hast. Ja, ne? Ist das erste Mal. So, ich seh ein, wie heißt diese, heißen diese Typen nochmal, die so etwas kräftiger gebaut sind? Keine Ahnung,
Der Typ bringt ja auf jeden Fall, glaube ich, Kopfnuss bei. Ah, jetzt bin ich erst recht sad, dass ich das Wampel hatte. Wieso, was hast du bekommen? Kanflammen. Oh Gott, nein! Na gut, Leute, offscreen. Ich habe jetzt auch ein Felino, weiblich Level 6, weil es nicht Level 5, war das erste Pokémon, was mir begegnet ist hier. Und ich hätte auch Pantimimi haben können. Als Rare Encounter anscheinend. So. Hier steht nicht, ob die Kopfnuss erlernen können. Tut mir leid, das jetzt muss ich jedes Pokémon durchgehen, um zu gucken, ob es Kopfnuss erlernen kann. Was wahrscheinlich nicht Kopfnuss ist, sondern irgendeine gerandomized Attacke. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wenn bei dir jemand Kopfnuss erlernen kann, dann wirst du ja sehen bei der Attackenauswahl, ob das wirklich Kopfnuss ist oder nicht. Ja. Also bei mir kann es bislang keiner erlernen. Ich gehe auch nicht davon aus, dass hier irgendjemand Kopfnuss normalerweise kann, deswegen. Ne, keiner kann Kopfnuss. Das ist schade. Also ich weiß nicht, ob das jetzt Kopfnuss war oder nicht. Ja, wahrscheinlich. Alter! Also bei Stolunia sagt er, hat Kopfnuss schon gelernt, also wird wahrscheinlich Kopfnuss gewesen sein. Ich habe Schütze gefunden. Also bevor du jetzt, sind ja diese Einserlücken mit den Bäumen, ne, rechts und links. Vor dieser Gesha da, unten in der Lücke links Kimono. Ist noch ein Item. Und ich habe Kimono da. Und Kimono, ja. Ich habe einen Schützer. Ja, ich hatte vorhin irgendwo einen Wasserstein. Keine Ahnung, wo du meintest, ich bin gerade in die reingerannt. Ich auch. Du darfst sie vorlesen. Also, nur mal zu, kurz, wo? Da, wo du reingerannt bist, in sie, das Stückchen wieder runter und direkt links die kleine Lücke, da ist ein Item drin. Dann habe ich das übersehen. Wenn ich gleich hin, wenn ich darf. Yep. Kimono, Kimono, mein Gewand. Sage mir, wie finde ich zum Waldesrand? Indem du aufhörst zu reimen vielleicht. Was sagt ihr da? Ihr wollt mich schon einmal gesehen haben? In Viola City? Gewiss täuscht ihr euch. Aber wärt ihr unter Umständen so freundlich, meiner Wenigkeit den Weg aus diesem Wald zu weisen? Jo. Klar. Seid ihr euch sicher? Aber ihr irrt doch selbst noch hier durch den Wald. Kennt ihr wirklich den Weg? Jo. Ja, tschüss, Hutut. Sieh an, möchtest du mir vielleicht den Weg nach draußen zeigen? Was für ein kluges Pokémon. Ich gehe schon mal vor. Jo. Das wäre jetzt nichts gewesen, was ich nicht auch hätte zeigen können. Danke, Hutut. Oh. Und was hast du für ein Item? Ich suche gerade noch die Stelle, die du meintest. Ich habe eine weitere Wechselhülle gefunden. Yay. Yeah. Direkt bei diesem komischen Stein, wo man runterspringen kann, von wo die Gesha da war oder Kimono da, wie auch immer. Direkt da, einfach wieder runter. Und sobald du links rein kannst, in eine Baumlücke rein da. Ach da, ja, okay. Sonst habe ich hier nicht weiter irgendwelche Items in Lücken gefunden. Ach, ein unsichtbares Item. Älter. Ach, unsichtbar? Wirklich? Ja. Ich weiß nicht, ich sehe es ja nicht. Da war einfach nur eine Lücke und ich spam die ganze Zeit A, wenn ich da reingehe. Ich bin drüber gelaufen und habe erstmal Wände zum Kopfnuss, also Bäume zum Kopfnussen gefunden. Ah, okay. Ich glaube, das kannst du hier mit jedem Baum machen. So, ja, du auch. Gibst mir nichts. Ich habe Geld gefunden. Geld? Hä? Wo? Ach, Beleber? Hey, Riesenperle. Ah. Oh, du hast dein Pokédex? Ja, bla bla bla. Im Tunnel kriegt man von der Dame mit dem Smackball rechts TM12. Verhöhner. Was wahrscheinlich nicht Verhöhner ist. Von der Yes, Schockwelle! Bitte mag dich die leer! Sag mir nicht die 10%! Bitte! Nein! Ah! Oh! Nee, warte mal. Warum sagst du 10% eigentlich? Haben wir nicht, oder haben wir 50-50? Ich weiß jetzt nicht, wie wir die Attacken eingestellt haben. Es ist entweder 50-50 oder 100. Ja, 100, wow. Wenn es die Attacke auch lernt. Wow, zweites Magnetschlag. Ja, zweimal, aber... es wäre gut für Magnetilo. Okay, Da fällt mir ein, kann Killia den Karateschlag lernen? Joa, kann es. dann hast du schon mal für Galda Gladi was Schönes. Ja, gut, ne? Tschüss, Heuda, ich brauche keiner. Bei mir kann es Luxio lernen, aber ich denke mir, Funksprung sollte ausreichen. Ist sogar ein bisschen stärker, dadurch, dass der physische Angriff auch stärker ist.
Aber es trifft halt immer und andererseits kann Musha Schockwelle lernen. Hm. Ich weiß nämlich nicht, ob wir im Randomizer 90% hatten oder 50%. Also habt ihr nach Typen gemacht nochmal die TMs oder nicht? Nein, glaub nicht. Okay. So, dann renne ich jetzt in den ersten Trainer hier rein. Route 34 Netz, ne? Ja. Und ich will erstmal mein Plinfer entwickeln. Ah, okay. Ich glaube, ich fange mir schon mal an Pokémon. So, der startet schon mal mit dem Ratzfratz. Oh nein. Was hast du denn? Vadribi. Männlich? Natürlich. Wieso? Ich hoffe, ich finde nichts Gutes auf dieser Route. Ich hoffe das auch für dich. warum? Warum männlich? Weil die Chance, ein weibliches zu finden, glaube ich, sogar 12,5% Chance sind. Ich weiß. Also er hat einen Ratzfatz und einen Sandan. Crit. Na dann versuchen wir mal das Scheißding zu fangen. Viel Spaß. Männliches war Derebi. Wer ist denn noch so männlich und useless, Alter? Okay, das war Derebi, kannst du eindeutig Goofy nennen. Goofy? Ja. Warum männlich? Kann ich dich irgendwo schwächen? Und zwei Habitats hat er noch. Komm, es geht locker. Oh nein, ich habe mal eine Attacke abbekommen. Was? Du wurdest getroffen? Schäm dich. Ja, das vierte Pokémon hat dann da mal einen Schnabel eingesetzt. Ja, okay. Ich muss auf jeden Fall Lulu jetzt wieder auswechseln, sonst geht's er drauf. Das ist nicht so toll. So, Plinfer entwickelt sich. Demix wird jetzt machtvoller. Ob er seine Macht nicht nur fürs Faulenz nutzen wird, ist eine andere Sache. Wir werden es nie erfahren. Aber wir haben ein Plibrien. Ein Demix 2.0. Die 2 in seinem Namen steht dafür, dass es noch mehr Faulenz. So, Metallklaue. Auch wenn wir mäßiges Wesen haben, erlerne ich mal Metallklaue für Heuler, weil wir... Wer braucht Heuler? Andererseits, wer braucht Fund? Haut weg mit Heuler. Keine Ahnung, ich weiß nur, dass ich diese Vadribi nicht gefangen bekomme. Okay, ich versuche dich mit einer Metallklaue zu schwächen. Funktioniert das? Sollte. So, dann wollen wir doch mal sehen, was ich bekomme. Dukes, Ladybug! Ah, zum Glück. Wobei, eigentlich nicht zum Glück. Wäre schön, wenn ich das hätte. Ladybug ist noch nicht mal Dukes. Doch, ich hab schon eins. Nein, aber das zählt noch nicht mal als Dukes. Du darfst es nicht mal fangen. Wieso? Achso, Teil. Ich hab einen Käfer vor mir. Ach so. Jetzt habe ich einen Dukes. Flormel. Hallo. Bleib im Ball. Du hattest doch einen Flormel, oder? Ja, dein. Ja, ich hab eins. Gut. Mirapla. Das hatten wir noch nicht. Ja, weibliches Mirapla. 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 Coco bei Mirapla. Ach ja. Coco bei Mirapla. das war noch Zeiten. Weibliches Mirapla übrigens, wenn ich es gleich gefangen kriege. Aber ich habe mein Pokémon zum Schwächen, Demix. Es ist ja mäßig, dadurch hat es keine Kraft irgendwie physisch drauf zu hauen. Passt noch mehr zu Demix. Ja, eben. Naja, theoretisch würde Scheu mehr passen, aber gut. Vadribi nach 5 Jahren gefangen, Goofy, ne? Ja, Goofy. Ich habe jetzt das weibliche Mirapla. Goofy mit Doppel-O? Ja. Wird es vom Mondschein getroffen, bewegt es sich. Nachts wandert es weitere Wege, um Samen zu streuen. Nicht weitere. Also dann. Welches Geschlecht nochmal? Weiblich. Weiblich. Wir müssen uns mal eine Liste mit weiblichen Namen erstellen. Ich glaube, davon haben wir zu wenig. Aiko. Bitte was? Aiko.
A-I-K-O? E-I. E-I. Oh, Ratzfratz, warum überlebst du dort? Ratzfratz, Sandern und zwei Habitat. Yay. Hör auf mich zu kritten. Crits sind nicht toll. Das habe ich ja im letzten Part schön erlebt. Okay, der komische Fan da hat einen Snubble. Yay. Die Bedroher haben. Schön, dass ich sowieso keinen Angriff habe. warum kommt mir dieser Idiot mit Sandwirbel? Keine Ahnung. Es kann sich nur um Jahre handeln. Er hat nämlich gerade einen Igler eingesetzt. Ja, aber schön, dass ich auch nicht so lange... Oh Gott, ich habe das Gefühl, bei mir krepiert bald wieder was. Ich hab schon wieder gecrittet. Schon zweimal. Ja, so, Level 17 Damage. Könnte man auch mal wieder einwechseln. Wobei, Level 19 war das Level Cap. Dann sollte ich... Voltinam. Da wechsle ich lieber mal aus. Und ich glaube, ich... Knospi konnte sich zu Rosela weiterentwickeln. Klingplim dann wahrscheinlich auch. Das heißt, ich werde jetzt Klingblim mal benutzen, damit es ein Palimpalim wird und wenigstens bessere Stats hat. War ja mal ein Basis-Pokémon. Genau, genau das. Und vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob es schon Impart hatte, aber wir haben jetzt Konfusion. Echt? Herzlichen Glückwunsch. Ja, und Palimpalim mit Wahlglas-Konfusion ist trotzdem nice, bis keine Ahnung wann. Wenn es überlebt, jo. Auf jeden Fall ja. Crittet der Gegner. Macht aber auch nur irgendwas mit 12 Schaden oder so. Aber trotzdem, es war ein Crit vom Gegner. Ein Crit vom Gegner ist zu viel. Genau. Zwei von mir sind auch zwei zu viel. So, dann. Ich glaube, ich muss nämlich Magnetilo dann leveln, weil in der Arena wird, glaube ich, Magnetilo und Laxene wirklich, wirklich von Bedeutung. Bei mir wird Tether der Star-Player, weil... Meltank. Ja, Meltank. Ich wollte doch nur zum Trainer, man, immer dieses verdammte Gras. Mirapla. Komm, tschüss, Habitak. Danke. Komm, Mirapla gibt, glaube ich, Spezialangriffs-EVs, deswegen one-hitte ich das Ding mal schön, kurz. Mach, was du willst. Ja, mit einer Konfusion geht das ja ganz schnell. Yay, alter Mann. Komm her, was hast du? Snubbull und Voltilam. Und ich bin jetzt in der Rangerin? Oder wie? Nee. Picknicker. Es hat Bedroher, Tatsache. Ja. Dann wechsle ich mal aus auf gezwungenermaßen Terra. Ja, sollten aber gleich auch den Part mal beenden. Wobei ich halt schon bei der Picknickerin bin. Entschuldigung, dass das Vaudrivi einfach nicht gefangen werden wollte. Ja, ich kenne das Problem. So, Edward Level 8. Moment, das Hopsposs war doch Level 9. Huh. Gibt überhaupt... Level 9? Keine Ahnung. Hat auf jeden Fall ein bisschen Erfahrungspunkt. Dieser Samen, da will ich jetzt eigentlich nicht auswechseln, aber ich tue es trotzdem. Oder? Nee. Ja. Nee, bringt nichts. Konfusion. Hörst du Scheißding mal wohl auf, Charm zu spammen? Nachdem es schon Bedroher hatte. Es bedroht dich erstmal, um dich dann zu charmen. Ne? Und das macht auch noch alles dasselbe. Du siehst die Taktik, ne? So, wenn es unnötig ist. Marus wechseln. Quicke? Ja, nice. Ja. Die Attacke ist wenigstens useful. Jetzt wirst du es nur einsetzen können, damit es was bringt. Ja. Na, wie viel macht der Donnerschock? Also bei mir One-Hit ist wenigstens das Hotspross noch. Oh, mit Wahlglas. Wen schicke ich da rein? Aber das mag die Team, wo die Schockwelle nicht lernen kann. Ja, das ist ein Sad Life. Ja, weil dann wäre Magnetilo nämlich noch useful, bevor es dann Magneton wird, bevor es dann Level 40 seinen Ladungsstoß oder so hat. Nee, Level 40 entwickelt sich zur Magneson, würde als Magneton Level 42, glaube ich, Ladungsstoß erlernen?
Und als Magnesone glaube ich 45, 46 rum. Alter. Und vorher keine andere Elektroattacke. Aber Klingklim entwickelt sich. Echt? Ja. Wurde auch Zeit. Oh. Hallo. Ich muss mir gleich mal deine Spezialangriffswerte angucken. Nein, keine Telefonnummer. Ich will nicht mit dir picknicken. So, ich darf jetzt erstmal mein Team heilen, weil ich bin ein bisschen zerpflückt worden. Jo, mach das. So. Ja, 44 Spezialangriff und 44 Spezialverteidigung. Nicht schlecht für den Zeitpunkt. Ja, mein Magneton hat 39. Ich habe Spezialverteidigungs plus Wesenangriff runterwesen. Hast du den komischen Teenager da oben noch gemacht? Oder nee, ich habe den Picknickerin im Gras. Okay, dann würde ich einfach sagen, ich bleib hier stehen und beim nächsten Mal mache ich den. Jo, bis zum nächsten Mal, Leute. Hat es lang genug. Jo.